Bis jetzt hat es ja noch keiner wirklich überzeugend geschafft, in die Flasche von Seven vs. Wild einen Kochbehälter einzupacken. Und ich mag dir in dem Video zeigen, wie du bei Seven vs. Wild für 14 Tage draußen in Alaska dein Wasser trotzdem abkochen kannst. Wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Altholer Badesma. Freude, dass du dabei bist. So. Ein Behälter hat bis jetzt noch niemand wirklich vernünftig reinbauen können. Alles das, was wir bis jetzt zumindest gesehen haben, das war irgendwie Aluminium, bliblabob, tralala, das funktioniert eine Zeit lang, aber nicht 14 Tage lang, wenn du dein Wasser abkochen musst. Warum musst du es überhaupt abkochen? Wenn du davon ausgehen musst, dass es Bakterien, Protozoen oder Viren im Wasser gibt. Gut, es gibt auch andere Möglichkeiten, indem man sie Wasseraufbereitungsmittel, zum Beispiel als Tabletten oder in flüssiger Form mit dazu nimmt oder ein Wasserfilter, wobei wahrscheinlich sind die Tabletten die bessere Variante. Aber sei es drum, solltest du denn auch abkochen müssen und es soll dir den einen oder anderen geben, der nur mit dem Messer rausgehen mag, dann wird ihm wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als diese Techniken hier anzuwenden. Methode Nummer 1 ist, heiße Steine benutzen. Heiße Steine aus dem Lagerfeuer, die müssen da ein paar Stunden drinnen bleiben, immer wieder anzünden, immer wieder warm halten und dann nachher entweder in eine Holzschüssel geben, ja, in eine Holzschüssel, die du dir mit Glut ausgebrannt hast. Das zeige ich dir in einem anderen Video, wie das geht. Aber das ist eine gute Möglichkeit und ich weiß, das ist sehr primitiv, aber was anders wird schwer funktionieren. Was braucht man dazu? Ein Feuer. Sammle Feuerholz. Und wenn du glaubst, du hast genug, geh und hol gleich noch einmal so viel. Gut, dann wird das Feuer entfacht. Steine ungefähr 5 bis 10 cm groß. Anheizen, 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 anheizen. Das heißt, das dauert ein paar Stunden, bis die wirklich heiß sind. Du siehst, jetzt sind sie richtig schön hell und weiß. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um loszulegen. Wasser in die Holzschüssel, das erkläre ich dann noch, wie man das macht. Daher lasst dem Kanal ein Abo da, ziemlich einfach mit Glut eingebrannt. Gut, dann der Reihe nach die Steine rein und du wirst gleich sehen, das fängt schon einmal ins Zischen an. Ein Stein ist definitiv nicht genug, da kannst du 5, 6, 7 reingeben. Ohnehin, Tipp für alle Teilnehmer, wenn du diese Methode verwenden musst, dann leg dir ganz, ganz viele Steine rein in die Glut. Warum? Du brauchst Unmengen davon und da du ja immer und immer wieder aufkochen musst, brauchst du auch immer wieder Steine. Das heißt, sammle genug, wenn du glaubst, du hast genug, sammle gleich noch einmal so viel. Jetzt kocht es so richtig und so muss es auch wirklich sein. Einmal aufkochen und die Sache ist erledigt. Super. Ach ja, dass ich nicht vergesse, erlaub mir kurz billige Eigenwerbung. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, hol da in meinem Shop, gebe ich da unten den Link im Beschreibungstext und im ersten Kommentar vielleicht unseren Bushcraft Beaver, Survival Beaver oder die anderen Messer, die wir haben. Beziehungsweise wir haben ganz lustige Aufsätze für Victorinox, aber auch Leatherman und Co. Schau da mal vorbei, da sage ich jetzt schon danke. Aber genug der billigen Eigenwerbung. Diese Schüssel kannst du dir ausbrennen. Ja, das wird einige Zeit dauern. Also bei unseren Überlebenstrainings, die wir abhalten, zum Beispiel Survival Extrem Überleben nur mit dem Messer, machen wir übrigens hier im Buschkraftareal und zwar im November. Da ist es so, dass wir in der ersten Nacht, ja, da hat man ja nur das Messer mit draußen und sonst auch nichts. In der ersten Nacht brennen wir uns diese Schüssel. Das bedeutet, es wird Nachtwache gehalten, es wird Feuer gemacht und dann wird mit Glut, ja, die Schüssel gebrannt. Das heißt, erst am nächsten Tag gibt es abgekochtes Wasser, denn es dauert viele, viele Stunden, um so eine Schüssel überhaupt hinzukriegen. Aber es funktioniert eigentlich ohne Werkzeug. Also ganz ohne Werkzeug stimmt natürlich auch nicht ganz, denn du hast ja das Messer mit dabei. Denn ganz ohne Messer wird es dann wirklich schwer. Also ich kann nur sagen, absolut cool, funktioniert. Das Wasser kannst du natürlich auch trinken. Der Punkt dabei ist halt, es schaut vorher gustiger aus als nachher. Denn eins ist auch ganz klar, das abgekochte Wasser hier jetzt ist ja mit Asche und mit Dreck und mit anderem versehen. Das heißt, du magst sauberes Wasser, schmutzig. Aber einen Satz möchte ich dazu sagen. Sauberes Wasser ist nicht gleich sicheres Wasser. Sicheres Wasser ist abgekochtes Wasser. Und daher schmeckt irgendwie nach Kohle, nach Asche und nach Holz. Aber ja. Aber jetzt ist es zumindest sicher. Ich weiß, den einen oder der anderen wird es jetzt grausen, aber
Heilerde schon mal gehört? Das ist so ein zertifizierter Dreck im Endeffekt. Heilerde, die du in der Apotheke kaufst. Und die soll gesund sein, entschlackend und all das Zeug. Und ja, das kannst du entweder ums teure Geld in der Apotheke kaufen oder du gehst raus und machst dir deine eigene Heilerde, deinen eigenen zertifizierten Heildreck. Mir ist natürlich klar, dass diese Methode sehr aufwendig ist. Mir ist auch klar, dass das kein Spaß ist. Aber insgesamt 14 Tage mit minimaler Ausrüstung da draußen ist sowieso kein Spaß. Ich meine, ja, für all jene, die zuschauen. Aber für die Teilnehmer wird das eine richtige Challenge, eine richtige Herausforderung. Denn das musst du ja immer und immer wieder machen, um sicherzugehen, dass du nicht Durchfall bekommst. Und was bedeutet das? Irgendwann geht dir das so richtig am Wecker. Irgendwann geht dir das so am Wecker, weil die Kraft einfach fehlt. Und dann ist die Frage, ob du hier oben umschalten kannst und sagst, und ich mach's trotzdem. Wir werden sehen. Ja, das Ganze kann man natürlich auch mit Rettungsdecke machen. Was bedeutet das? Das heißt, du machst dir eine Grube und in dieser Grube ja, legst du eine Rettungsdecke ein. Die ist ja wasserdicht, Wasser rein, Steine rein und aufkochen. Das funktioniert ganz genauso. Das heißt, wenn du das Prinzip mit den heißen Steinen verstanden hast, dann kannst du das in einer Badewanne machen, du kannst das in deinen Schuhen machen, in einem Stahlhelm, der ja verboten ist, wie ich gehört habe, aber sei es drum. Du kannst es theoretisch sogar in dieser Flasche hier machen. Du nimmst lauter kleine Steine. Wichtig ist, dass die wirklich gut hineinpassen und nicht irgendwie andicken, damit du die dann auch wieder vernünftig rauskriegst. Also nicht zu groß, sondern wirklich nur klein. So, Flasche ist voll gefüllt. Kannst am Bach machen. Ist auch egal, ob sie dann kontaminiert ist, weil wir kochen ja ohnehin. Ich habe sie jetzt bis oben hin voll gemacht. Mir ist natürlich klar, sobald da der erste Stein reinfällt, wird das seitlich rauslaufen. Ich möchte aber sicherstellen, dass überall Wasser an der Oberfläche ist. Das ist ganz wichtig, damit es nicht irgendwie zu schmelzen oder sonst irgendetwas kommt. Sicher ist sicher, die Paranoiden leben länger. So, alles ist abgebrannt. Ich hole mir jetzt mit einem Stock einmal die Steine raus. Bitte nicht mit der Hand und es gibt noch einen wichtigen Punkt. Diese Steine, die wir da rausholen, die dürfen nicht aus dem Fluss sein. Das heißt, du musst Steine nehmen, die irgendwo schon abgelagert sind. Warum? Es könnte sonst Feuchtigkeit in irgendwelchen Bohren enthalten sein und dann zerreißt er die und dann macht es Rawumsti kapumsti und das tut weh. Ja, das tut weh. So, auf jeden Fall, die kleinen Steine haben auch noch den Vorteil gegenüber den großen. Ja, ja, die werden schneller warm. Na gut, dann legen wir los. Nummer 1. Naja, so schlecht ist das einmal gar nicht, gell? Nummer 2. Ah, gut, dass wir gleich ein paar haben. Wenn du glaubst, du hast genug, geh und hol noch einmal so viel. Also genug Steine einfach eingelagert haben. Es fängt schon ins Blubbern an. Hurra, hurra, hurra. Und da oben stehen schon Blasen auf. Ja, 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 ja. Lang dauert's nicht mehr. Das sollte jetzt Nummer 4 sein, oder? Ja. Ups. Das kann natürlich passieren, deswegen, die müssen dementsprechend, die dürfen nicht so groß sein und man kann sich dann, wenn man natürlich länger draußen ist, baut sich eine Zange. Noch einmal, jetzt geben wir gleich Gas. Gehen wir nicht lang herum. Es wird, es fehlt nur der letzte Rest, der letzte, oh nein. Nein, nicht wirklich. Kocht das? Also das Ganze ist so heiß. Leck mich am Arsch. Alter Fuchse. Ja, so schaut sie jetzt aus, die Flasche. Das Ganze hier ist brennheiß. Ja, ist wirklich sehr, 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 sehr heiß. Und ich glaube, dass man da irgendwie eine Zange, ein Multitool, wäre auf jeden Fall eine coole Idee, wenn man die bei Seven vs. Wild mit dabei hat. Das Wasser hat aufgekocht. Das ist absolut ausreichend. Du kannst das natürlich auch 3 Minuten lang kochen, wenn du magst, aber ist nicht notwendig, denn besonders die Gefahren, von denen wir hier jetzt ausgehen, im Norden von Amerika, Kanada, Alaska, wird das auf jeden Fall reichen. Ja, und wie gesagt, du kannst das ja auch wirklich zum Kochen bringen. Ein letzten Punkt vielleicht noch. Es ist sehr heiß, die Flasche, sie muss aufpassen. Das Wasser ist jetzt wieder dreckig. Vorher war es sauber und jetzt ist es dreckig. Ich wiederhole einmal noch, sauberes Wasser ist nicht sicheres Wasser. Das dreckigste Wasser kann sicher sein, während das sauberste Wasser
ja, kontaminiert sein kann. Das sind zwei Dinge, die miteinander nichts zu tun haben. Aber sei es drum. Übrigens, 600 Survival-Tipps und 10 Survival-Regeln, das Buch von mir, gebe ich da auch unten den Link in meinen Shop. Ja, das passt jetzt wirklich für Seven vs. Wild. Und natürlich für all jene Teilnehmer, die vielleicht ein Survival-Training haben wollen. Wir zeigen dir alles. Alles, was wir drauf haben. Ja, ich und meine Trainer. Das heißt, entweder kommst du zu uns auf Waldhöhle.at oder wir kommen zu dir. Also wir trainieren die Teilnehmer von Seven vs. Wild, wenn das irgendwer mag. Kostenlos, einfach so, damit das gut klappt. Lange Rede, kurzer Sinn, mit der Lösung kannst du, wenn du ja, keine Wasseraufbereitungstabletten mit dabei hast, sondern eben nur diese Nalginflasche Wasser abkochen. Ja, das ist jetzt sicherlich kein Liter mehr, denn natürlich muss man es jetzt abkühlen lassen, das ist ganz klar. Weiß nicht, wie viel es sein wird, aber Fakt ist, mit dieser Strategie kriegst du das auf jeden Fall hin. Jetzt sind das zwei Leute, sagen wir mal 2,5 Liter pro Tag wird man trinken. Eigentlich ist das eine Literflasche, glaube ich. Sagen wir, es ist ein Viertel Liter verloren gegangen und es sind jetzt noch 3/4 Liter drinnen. Macht das 6-mal am Tag und wie gesagt, das Feuer brennt dann ohnehin. Das heißt, immer wieder die Steine reingeben, wenn das dann jetzt fertig ist, austrinken, Steine wieder reingeben oder während man die Steine da jetzt noch drin hat, liegen schon wieder die nächsten im Feuer und so wird nach und nach abgekocht und so kann man tagsüber und dann natürlich auch in der Nacht immer und immer wieder ans Trinken kommen. Wichtig ist halt, es braucht ein Gewässer irgendwo in der Nähe und Salzwasser darf es auch nicht sein, also es muss süßes Wasser sein und sowas und überhaupt wurscht. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich da den Link zu unseren Produkten, zu unseren Survival Trainings, zu unseren Büchern, zu unseren Ausbildungen. Dein Rainer Rossmann und viel Spaß bei deinen Servus vs. Wild Serien. Bis bald, ciao, ciao. Ja, PS, die Flasche ist noch immer voll intakt. Alles in bester Ordnung. Schon cool.